Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie sich mein Sonnentau entwickelt hat. Man sieht ihn hier am Anfang schon, als ich ihn gerade gekauft habe. Da war er noch ganz klein und unschön und hat dann auch gar keine Tentakel mehr. Und im Laufe der Zeit hat er sich dann immer weiterentwickelt. Er ist relativ schnell gewachsen. Ich habe ihn immer unter dem speziellen Pflanzenlicht gehabt und die Tentakeln sind immer mehr gekommen, also die Fangarme. Hier sieht man schon, der Sonnentau ist wesentlich größer geworden und es geht ihm auch gut. Und so sieht er heute aus. Die Bilder sind nicht ganz scharf, weil das ziemlich klein ist, aber man sieht, draußen geht es ihm besser. Die Tentakeln färben sich rot und ja, der ist größer als je zuvor und die Klebetropfen sind richtig schön. Das sieht man hier auch auf dem Bild und der fängt auch ordentlich Beute. Das wollte ich euch nur gezeigt haben, die Entwicklung von meinem Sonnentau. Hier sieht man noch zwei kleine, einmal einen ganz kleinen und einen mittleren. Und ja, soweit dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Demnächst wird noch wahrscheinlich ein Abonnenten-Special kommen, weil ich ja jetzt 100 Abonnenten habe. Und wir sehen uns dann. Bis dann und ciao.